Wir sind zurück im Cyberspace, Leute. Noch nicht ganz. Nils kommt heute ins Holodeck. Hi. Na? Ich freue mich. Da ist die Vive. Und ich krieg's gleich auf den Kopf, vor die Augen. Und dann stürze ich mich mal ab in die virtuelle Welt, die viel geiler ist als dieses Molton-behangene alte Studio. Darf ich direkt loslegen? Ja, würde ich auch vorschlagen. Gar nicht lange um heißen Brei reden. Ja. Vielleicht noch ganz kurz sagen, wir hatten ja gestern einen kleinen Zwischenfall. Wo, ist das so gewesen? Richtig, Simon im Elan aus Versehen ganz, ganz viele Kabel auf einmal rausgezogen hatte und die Vive dann nicht mehr ansprechbar war. Das klingt absolut nicht nach Simon. Du hast vollkommen recht. Und das ist nicht ernst gemeint. Und wir haben aber kein Problem mehr. Das ist das Gute. Du kennst ja Technik. Man muss sie über Nacht einfach mal liegen lassen, am nächsten Tag geht sie wieder. Ja, so ja, repariert ja, man die meisten Geräte. Und genau. So war es auch in diesem Fall dann die Lösung. Alles funktioniert wieder. Wir haben die Vive am Start. Es ist alles getrocknet und desinfiziert. Super, und mit dir geht's ab in Cyberspace. Ich weiß, das Brille ist auf. Nicht desinfiziert, das weiß ich. Ihr habt das überhaupt nicht desinfiziert. Ihr sagt mir das nur, damit ich hinterher denke, wenn ich krank werde, dass das nicht daran lag. Das stimmt, aber ich hatte vor, es zu desinfizieren, aber hier ist weit und breit kein Desinfektionsmittel. Ja. Außerdem. Jetzt mach's nicht noch schlimmer, okay? Kann man diesen Schaumstoff schwierig desinfizieren. Autsch. So. Der Simon hat wirklich sehr geschwitzt gestern. Das wirst du, genauso sein am Ende. So, pass auf. Du drehst dich bitte jetzt noch einmal 90 Grad hier rum. Hallo. Ja, yep, dann kicken wir die Steuerung kurz zurück. Ja, du hast mich bewegt. Ich sehe nur, oh, die Erde. Guck mal, wie schön die ist. Oh, das. Wir sehen noch nicht, was du siehst. Würdest du einmal kurz nach vorne? Aber ich sehe die Welt. So, dann kommt das. Hallo? Guck mal, das siehst du die Erde nicht? Ich sehe die Erde gerade nicht. Nein, nichts. Oh, guck mal, das ist Indien, glaube ich. Hm. Oh, ich sehe ja nicht mal, warum sehe ich meine Controller nicht? Weil die vielleicht aus sind. Halt sie nochmal nach vorne. Controller 1. Da ploppt er auf. Controller 2. Und 1, da ploppt er auf. Nice. Wie einfach das geht, oder? Zack, Nils ist im Cyberspace. Er ist jetzt in einem weißen Raum, den wir noch nicht sehen können. Und hallo übrigens. Ich starte das jetzt wieder hier von meinem lustigen Rechenapparat. Und wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Nils hat auch schon, im Gegensatz zu Simon, gestern einiges gesehen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, dass wir den Nils jetzt als erstes Mal etwas zeigen, was so ein bisschen noch nicht so interaktiv ist. Wir machen wieder eine kleine Spannungskurve. Das Coolste kommt am Ende. Ich zeige dir jetzt mal was, Nils. Das ist sehr, sehr künstlerisch. Mhm. Und ich hoffe, es gefällt dir. Es soll sehr beeindruckend sein, habe ich mir sagen lassen, den Leuten, die ich das vorgeführt habe. Siehst du die Erde denn jetzt? Nee, aber gleich sehen wir, was du siehst. In circa 30 Sekunden, wenn die Regie dieses wunderbare Bild abgreift, was jetzt hier auf meinem Bildschirm kommt. Oh, jetzt die Erde aber weg. Huch. Sekunde. You are the Prince Iskander. Huch, jetzt ist wieder die Welt da. Huch, jetzt ist wieder was anderes da. You are dying of old age. Nein! You need the flower of immortality. Yes! Ihr seht, was Nils sieht. Und das kriegt ihr auch gleich in groß. Das ist ja geil. Mhm. Warte kurz, immer eine Sekunde. Am Anfang nicht so schnell, weil die Regie das abgreifen grab muss. Grab me. Er hört mich wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr. Das ist das Problem, wenn sie die Kopfhörer aufhaben. Press the trigger to grab the petal. Oh, place the petal on your scepter to keep it for yourself. Woo! Well done. Danke. Let the ballet begin. Oh, nice, 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 nice. Dance, boy. Oh, nice. Oh, ist das nice. Muss ich mitmachen? Ich habe einen kaputten Zeh, ich kann nicht Ballett tanzen. Da ist die Bühne, ne? Hier ist. And so it happened that at the end of days, the Prince Iskander on the threshold of death scaled the farthest reaches in search of the flower of immortality. He traversed the 12 galaxies without finding it, finally reaching the forgotten land at the outer limits of the universe. Geil, Omar. His quest was coming to an end on the steps leading up to the Temple of Hormazd. The icon of a Peri was standing in her Christian dress. The flower of immortality shining. Ich weiß, ihr hört das selber, aber nur kurz zur Erklärung. Also Nils erfährt jetzt gleich so ein kleines Theaterstück in drei Akten. Oh. Und da geht's schon los. Hallo? The lotus suddenly broke into four shining petals of light.
Without the flower of immortality, the Peri was no longer able to fulfill her destiny and descend into the life of Barkov. Skander now needed to bring the four scattered battles back together again. Jetzt muss Nils diese Kristalle einsammeln. Das ist bei diesem Spielchen das einzige Interaktive. Ansonsten ist es eher ja, so eine lustige Theatererfahrung. Und da hat jemand Spaß, sehr schön. Ich nutze mal kurz die Gelegenheit, das Kabel zurückzuziehen, denn Nils tritt da gerne drauf. Es gibt so verschiedene Arten von Spielen. Zum Beispiel die Art, die die ganze Zeit beim Spielen im Hinterkopf die Position des Kabels beachtet. Simon war gestern so einer, der sich intuitiv immer entgegengesetzt der Kabelrichtung gedreht hatte. Nils tritt da häufig drauf, was aber auch völlig normal ist. Und das ist auch das Einzige, was so ein bisschen nervt an der Vive. Aber eines Tages kommt das Ganze auch kabellos. Tu das Ding mal, hast du das schon in dein anderes Zepter gesteckt? Genau, und jetzt ins andere, in die andere Hand. Andere Hand? Hast du was gesagt? Ja, in die andere Hand stecken. Was? Steck das mal in die andere Hand, das Ding, was du da jetzt hast. Sehr gut. So. The prince ignored the spirit and placed the battle safely on his scepter. He then left to pursue his quest for the three remaining battles. That lay beneath the temple. A light caught Skander's attention. It was a petal from the precious lattice. Ich hoffe, dass es draußen nachvollziehbar ist. Aber es ist ja meistens so bei Virtual Reality. Das, was ihr da auf dem Bildschirm seht, ist nur ansatzweise so beeindruckend wie das, was Nils auf dem Bildschirm sieht. Dafür haben wir aber Nils persönlich, der für uns da tolle Figuren vollführt und da rumhampelt. Und vielleicht entschädigt euch das so ein bisschen. Oh, guck mal, Dennis. Hm. Hier, ein Fisch. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Guck mal hier, Fischi. Ah, den musst du die Nase klauen, den Fisch, oder? Komm mal her hier, ich klaue dir mal die Nase. Ich klaue, weißt du was, ich klaue dir nicht die Nase. Ich klaue dir doch die Nase. Da hat Nils den ersten virtuellen Fisch verarscht. Dummer Fisch. Fische haben kleine Gehirne. Mhm. Sonst wären sie ja auch wahrscheinlich keine Fische. Seht ihr, Nils hat sich mit dem Bein jetzt schon wieder so ein bisschen eingewickelt. Ich habe Angst, dass er seine Füße leicht stranguliert. Only two petals left. Mach mal einen Schritt nach vorne, genau. Man kann immer so kurz nachkorrigieren mit dem Kabel, aber das dauert häufig nur eine Minute und schon ist man da wieder eingewickelt. Natürlich kommt man dann auf die Idee, hey, wieso legt man nicht das Kabel oben lang? Wir haben ja sogar Trassen, aber das würde ich nicht empfehlen. Okay. Wenn ihr da mal alleine spielt, fangt ihr an, euch zu strangulieren. Hallo. Und dann was hängt bist ihr, du denn hier, mein Freund? Dann seid ihr der Erste, der im Cyberspace gestorben ist. Komm her! Komm mal, pass auf, komm mal her, lass mal miteinander reden hier. Ist doch alles gut, ist doch alles cool, mein Freund. Pass auf. Komm mal her, komm mal.
Dude, ich tu dir doch nichts. Komm jetzt her! Guck mal hier, Fressi! For the first time, Iskander could not bring himself to keep the shard of the flower of immortality. And he led the spirit run away. Au, mein Zeh! Hab ich gesagt, dass ich mein Zeh hart verletzt hab? Ah! Jetzt ist schwer verletzt. Ich flieg hoch. Ich bin beim Fußball eine Zehverletzung zugezogen. Wenn die schlimmsten, das wissen wir. Ich glaube, er hat nämlich mal einen Ball getroffen. Sind wir schon in Akt 3? Ich glaube schon. Jetzt kommt das große Finale. Und jetzt wird es wirklich echt interessant, weil diese Dame da vorne fängt gleich an zu tanzen und das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Nein! Stell euch das vor, ihr seid jetzt Nils, ja? In dieser kompletten Dunkelheit mit diesen lustigen Leuchtekugeln könnt ihr rumfuchteln, rumtanzen, während er dieses komische Cyberwesen vor euch irgendwelche Figuren vollführt. Oh. Und nu? La Peri. Guck mal, sie tanzt Ballett. Übrigens. Oh. Alles gut. Guck dir das mal an, auf Zehenspitzen. Nein! The Peri then danced the dance of Peris while the prince stepped away from her, torn between his thirst for mortality and his eye-sedation. Sorry. No. So, jetzt hatten wir jetzt alle lustigen Glitzersteinchen. Jetzt gibt's zum großen Finale. Oh. The Peri's dance and supplications, Iskander seized the flower's petal, and the immortal prince returned to his kingdom, bearer of the flower of life, and offered nagging regret, that of having deprived the Peri of Orma's sight and put an end. Abgefahren.
abgefahren, denn bis jetzt, Nils ist der Erste, der ein alternatives Ende bei diesem Spiel erspielt hat. Oh, ich bin gerade verwirrt. Bis jetzt habe ich immer nur ein anderes Ende gesehen, bei dem er sich entscheiden musste, wem er denn das letzte Steinchen gibt. Und wir applaudieren ihm. Wunderbar hat er das gemacht. Wunderbar, Nils. Hörst du mich? Hm? Hörst du mich? Was? Du bist der Erste, der es geschafft hat. Normalerweise musste man sich am Ende entscheiden, ob man der Dame das Leben schenkt oder sich selber. Okay. Das könnt ihr gerne, falls ihr die Vive habt, sonst auch nochmal ausprobieren, falls euch das interessiert. Ich fand's optisch sehr beeindruckend, oder was sagst du für dich also, jetzt? Also, ey, ganz ehrlich, darf ich zu mal, soll ich abnehmen oder was? Nö, lass auf, wir machen nämlich gleich weiter. Ich fand es total toll. Also, die hat so mit einem getanzt und vor einem getanzt und man konnte mit der mittanzen. Und die Erzählstimme, also für solche Art von Spielen ist die Vive, glaube ich, gemacht, dass du so ein interaktives Theaterstück, interaktiven Film, irgendwas so erleben kannst. Und das, die hat sich so geil bewegt, also das sah so smooth aus, so richtig schön weich animiert. Und dann ist die so vor einem rum, das war ey. Und man konnte dieses, dass man nicht eingreifen konnte, ne? Also man wurde zum Zuschauen verdammt. Aber das war nicht aufgrund der technischen Limitation, sondern weil das Spiel das so wollte. Deswegen war man auch auf dieser Plattform und man wollte nach ihr greifen oder und interagieren, aber das Spiel hat einen nicht gelassen. Und das war wie das Verlangen eines Mannes, die Wollust, die nicht gestillt, sondern gezähmt wird, was einen in den Wahnsinn treibt. Und dann ganz zum Schluss zerfällt sie in den Arm. Weißt du, was ich meine? Dieses Drama, diese Tragödie. Also ich fand das richtig gut. Man merkt, du bist noch recht aufgewühlt. Lass mich dich kurz einmal anfassen. Ah, ja. Du bist noch da, okay, aber ich will dich 180 Grad drehen. Wieder in die Mitte des Raumes. Oh, die Welt. Du stehst nämlich, du hast sehr viel Talent, dich immer in diesen Kabel zu verwickeln. Ich bin mit dir, ich bin mitgetanzt. Ja, ja, das habe ich gemerkt. War auch alles richtig. Ich habe da manchmal nur ein bisschen Angst. So, noch einen Schritt nach rechts. So, jetzt stehst du mittig. Wunderbar. Und jetzt haben wir was super Interaktives. Okay. Wo eigentlich, wo nur du gefragt bist. Und das hast du auch schon mal ausprobiert. Ich würde gerne mit dir malen, weil du ja unser Malmeister bist hier. Deswegen starten wir das Tilt Brush, was von Google selber programmiert wurde. Oh, toll. Die haben das rausgebracht. So sieht das aus. Ich hoffe, ich muss das für die Regie einmal kurz noch verschieben. So, jetzt ist alles cool. Und dann lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen malen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, weil das ist eine ganz, ganz alte Demo. Die wird auch immer mit als erstes gezeigt, wenn die Vive auf irgendwelchen Präsentationen oder Messen gezeigt wird. Aber es ist so gut, Leute können da Ewigkeiten drin verbringen. Vergessen die Zeit, du verlierst gleich die Kopfhörer, Nils, falls du mich hörst. Ja. Muss sie ein bisschen nach hinten. Ja, genau. So, genau, super. Ja. Nee. Ah, ich bin schon drin. Ja, genau. Nils ist schon drin und jetzt sehen wir mal Nils ein bisschen zu. Kannst du uns ein bisschen was Schönes malen? Du kennst das ja, ne? Mit der linken. Ja, ich habe es schon ein bisschen länger. Also ich habe es damals leider nicht lange spielen können. Aber Light Ink. Mhm. Unten ist ja auch noch ein Pfeil. Vergiss den nicht. Okay. Da sind die abgefahrensten Farben. Wenn du noch mal einen weiter switcht. Diese hier jetzt oder was? Nee, da wo du eben warst, ist unten ein kleiner Pfeil. Da muss man drauf drücken. Siehst du, da sind die crazy Farben. Die Sachen, ja, ja. Okay. Hypercolor. Fangen wir erstmal klein an, oder? Ja, fangen wir klein an. Oh, das ist nice, ey. Und hier das mit dem. Oh, das ist nice. Versuch ein Bild zu zeichnen, dass du in einer Viertelstunde schaffst. So viel Zeit, würde ich sagen, geben wir dir und dann gehen wir weiter. Es ist wirklich, Leute vergessen die Zeit da drin. Es ist oft so, dass wenn ich sie dann da raushole und ihnen sage, wie lange sie da drin war, sie aus allen Wolken fallen. Es kam ihnen vor wie eine Viertelstunde, aber teilweise waren sie eine Stunde oder zwei drin. Ja. Wie kann ich das wieder wegmachen? Also dreh dich einfach um. Weg. Nein, mal da weiter. Du kannst es natürlich wegmachen, aber das ist, da gibt es irgendwo ein Tool für. Aber ich kann, ja, aber es muss doch irgendwo. Du kannst ja hier nach links, dann kannst du bestimmt nu. Schau mal, ob es da irgendwo. Das ist der Eraser. Aber guck mal, da oben. Clear Sketch. Yes. Okay,
Soll ich mal malen? Soll ich Eddie malen? Ja. Guckt Eddie zu? Oder ein Glied. Muss da nochmal meinen Pinsel jetzt. Eraser. Wo kann ich denn mal die Pinsel auswählen? Da sind sie. Brushes. Stream. Ich will den ganzen Stück normalen. Ist das Wire? Da musst du dann wieder auf den Pfeil. Da ja. Sind die normalen Dinger. Ink. Ist im Grunde ein vollwertiges Malprogramm, in dem sich Nietzsche gerade befindet. Nur, dass ihr halt dreidimensional malen könnt und das einfach viel lustiger ist, wenn ihr da drin nice. Seid. Ihr werdet gleich sehen, wenn Nils dann mal so ein paar Schritte nach links und rechts macht, wie das wirkt, wenn man dreidimensional malt. Weil das habt ihr wahrscheinlich noch nicht getan. Ich wüsste zumindest nicht wie. Höchstens vielleicht mal mit so einer Wunderkerze an Silvester, wenn ihr anfangt, mit denen so rumzuschwingen, dann kriegt man mal so eine Sekunde stehendes, lustiges Geleucht hin. Aber das ist wirklich was anderes hier. Und das hier ist Eddie, oder? Das ist ja super lustig. Ja. Oh, ey, das kann ich den ganzen Tag machen. Das ist ja so fantastisch. Spiel mal ein bisschen mit den Brushes. Das also ist ja so toll. Nicht immer die gleiche Farbe und gleiche Brush. Ja, ja. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Ink. Achso, das ist das. Oh, guck dir das mal an. Du kannst um das. Es ist ja so geil. Guck dir das mal an, ey. Da kann man so. Das ist ja fantastisch. Da kann man bestimmt. Oh, wie geil ist das denn? Andere Farbe, jetzt mal ein bisschen pink. Ein paar Swirls. Alter. Das ist noch nie passiert. Mir gerade, habt ihr das gesehen? Nils ist mit dem Rücken gen Wand und hat dann gerade das Areal verlassen. Das ist noch nie passiert, ist aber selbstverständlich ist das nicht ungefährlich. Rückwärts bewegen in der virtuellen Realität. Sollte man nicht tun. Sehr gefährlich. Außerdem hat Nils einen vollen Magen, weiß ich. Und er ist nass, weil er durch den Regen gegangen ist. Wir haben noch nie jemanden, der leicht nass ist, in den Cyberspace geschickt. Wir wussten nicht, was passiert. Jetzt wissen wir, es ist möglich. Ist das irgendwas Spezielles oder ist es einfach nur ja, noch weiß man es nicht. Doch, das sind Augen oder was? Was ist das, ein Plasmophant? Siehst du das denn nicht? Ja, nee, sieht aus wie Werner. Ich will das andere wieder. Oh! Ich will das andere wieder weg haben, was ich vorher gemalt habe. Nichts gemacht. Das ist die Helligkeit. Nee. Oh, das ist ja so fantastisch. Das ist ja das Allerbeste. Ich will das den ganzen Tag bitte machen. Alles gelöscht. Jetzt kommt ein neues Bild. Ein paar neue Brushes ausprobieren. Hypercolor rechts unten ist so wunderschön. Die letzte, das ist die abgefahrenste. Oh, okay, krass. Ich
Ich glaube, Farbenauswahl bringt bei HarperCollar nicht so viel. Okay. Na, wird das ein Baum? Ist das eine Gebärmutter? Nee, es ist ein Baum, tatsächlich. Ein böser Baum. Wow. Nils, einfach nur wow. Hör auf, mich zu verarschen. Mach ich nicht, das ist ernst gemeint. Ich finde es wunderschön, wie Nils immer wieder diesen Schritt zurückgeht, um sein Werk zu betrachten. Aber das muss man ja auch, denn er malt ja hier tatsächlich 2 Meter hohe Gebilde gerade. Das ist das Beste, ey. Ja, super. Das macht echt einfach nur Laune. Das ist Gonzo aus der Muppet Show. Ein Vogel. Der berühmte Vogel. Kark! Kark! So macht er, ne? Jetzt spielen wir denn noch mal ein bisschen mit diesen Brushes, weil du kannst da echt so ganz abgefahren, da kannst du noch so Sprinkly-Dinkly-Sternchen und so, mit denen du all deine Sachen verfeinern kannst. Die sind echt super. Was ist das jetzt? Geh mal ein bisschen mehr in die Mitte. Genau, okay. Siehst du? Oh. Oh, nice. Autobahn, Carrera. Oh, ist was weg gewesen gerade? Okay. Alter Schwede, ey, Rainbow Road, Mann. Mario, also kann man Rainbow Roads designen. So haben die das auch gemacht, bestimmt. Oh, das ist alles nice. Wow. Ein Regenbogen. Sieht aus wie Waschbär-Spuren im. Weißt du? Ah, hier war der Waschbär. Ja, wenn der Waschbär beim Laufen Körperflüssigkeiten verliert, vielleicht. Ah, oh, das ist einfach super nice. Aber pass auf, ich male mal ein. Ich kann das Tiramisu mal malen. Gleich. Aber ich möchte das immer machen, Dennis. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Aber ich muss doch dann auch wieder zur Arbeit irgendwann. Ha? Wir müssen halt auch irgendwie versuchen, die Firma virtuell. Ich meine, einer sitzt ja gerade dran in der Unreal Engine und dann müssen wir da echt nicht mehr raus. Hallo? Dann können wir in der virtuellen Realität bleiben. Können wir dann? Hallo? Also. Was hat man denn noch nicht? Rechts oben, diese kleinen Dinger da, Embers. Oh, geil. City of Embers. Die Embers gehören überall rein. Damit kannst du alles, jedes Bild verfeinern am Ende. Oh, die bleiben da dann ja auch. Ja. Okay, alles klar. Nochmal ein neues Bild. Ich würde sagen, das letzte Bild, Nils, dann schicken wir dich nochmal kurz in die Werbung. Das letzte Bild schon? Oh, ich bin noch nicht am Ende. Was mache ich denn? Hm. Okay, das letzte Bild. Alles klar. Das letzte. Oh, was ist das denn? Siehst du, dass das so ein bisschen sich verdödelt? Ja. Okay, was mache ich denn? Das letzte Bild. Oh, man kann den fucking nochmal 3D malen. Wie geil ist das denn? Hallo? Achso.
Was wird das? Ist das ein aufgerissenes Maul? Sind das die Zähne? Scheint so. Oh, das ist super nice. Kann man es erkennen? Ich habe keine Zeit mehr. Das ist hier so abstrakt machen. Das gelingt ja auf jeden Fall. Abstrakt, ne? Ja. Man kann hier noch so ein bisschen Andeutung vornehmen. Zunge. Hast du? Grüner Bart. Popozähne. Was ist das? Ist das ein Drache? Man weiß es nicht. Auf. Nee. Der speit Feuer, der Drachen. Jetzt haben wir's. Das ist ein Drache, ne? Oh, hey! Okay, Nils hat Vive zerstört. Was ist los? Alles ist weg. Kein Problem. Nils, bleib bitte kurz stehen. Wir gehen kurz in die Werbung, stecken die Kabel wieder rein und sehen uns dann gleich wieder und spielen wir jetzt was Neues. Vielleicht was Gruseliges, habe ich mir ausgedacht. Also bis gleich.